Juhu, Windstein, guck mal, was ich für dich habe. Was bei Tage gestohlen. Ja, genau. Oha, was passiert jetzt? Von uns entfernt. Nerv mich. Oh. Oha. Schleicherhüter. Voll in die Leisten gegen. Meins, meins, meins. Sprich mit Storn. Der storniert das doch bestimmt gleich. Bist du das Storn? Nee, du bist Tarstan. Warum habe ich einen Tempel gebaut? Das weiß ich doch nicht. Ich weiß nicht, von welchem Zauber ihr uns befreit habt, Fremdling. Vom Eulenzauber. Du solltest mir dafür auch danken. Der Eulenzauber ist ein sehr mächtiger Zauber und ich habe euch von ihm befreit. So, Storn ist doch dahin im Dorf. Ich bin jetzt auf dem richtigen Weg, ne? Da, sprich mit Stornier, dem Stornomeister. Ah, ich wollte dahin gehen, muss aber dahin. Ach ja, ich muss ja auch noch hier, da das Ding abgeben. Eins nach dem anderen. Immer eins nach dem anderen. Erstmal mit Storn. Da stornst du, was? Storn? Haha. Pass auf, der stornt gleich so richtig. Storn? Wo ist der denn? Da drüben in dem Haus oder in dem da oben? Schamanenhütte. Schamanenhüttenkäse, das ist der beste. Auch super, das offene Feuer hier drin. Kommst du rein? Lalalala. Oh, ich laufe aus Versehen ins offene Feuer, weil es überhaupt nicht abgedingst ist. Storn, was pennst du hier rum? Ich kann es spüren. Aber absolut, euer Volk ist Brei. Ist so der lecker, ist der Brei, es, wenn sie den essen? Ihr habt euch als wahrer Verbündeter der Skal. Ja, so bin ich halt. Daher sind auch die Skal eure Verbündeten. Oh. Und was machen wir jetzt? Wenn ihr den Windstein befreit und den Bann über mein Volk gebrochen habt, könnt ihr für den Rest von Solstheim vielleicht das Gleiche tun. Das stimmt, das könnte ich damit vielleicht. Werden wir Mirak nicht gänzlich aufhalten. Aber vielleicht können wir ihn etwas bremsen. Okay, das ist eigentlich eine gute Idee, ja. Das reicht aber nicht, ich muss Mirak sofort aufhalten. Dabei kann ich nicht helfen. Na toll, was kannst Niemand du überhaupt? Hier kann das. Ihr benötigt das Wissen, das Mirak selbst erlernt hat. Ihr müsst mehr über dieses schwarze Buch herausfinden. Okay. Erzählt mir doch mal mehr über dieses Buch. Das war in Miraks Besitz. Ja. Es sieht nicht aus wie etwas vom Drachenkult. Vielleicht ist es ja auch nicht vom Drachenkult. Es ist ein finsteres, unnatürliches Ding. Wie deine Mutter. Ich will nichts damit zu tun haben. Aber der Zauberer der Dunkelelfen, Nelot. Den kenne ich schon. Er kam vor einiger Zeit zu uns und fragte nach schwarzen Büchern. Ich glaube, dass er sehr viel über sie weiß. Vielleicht sogar zu viel. Was auch immer du damit jetzt meinst. Sucht ihn im Süden. Zu viel. Seid vorsichtig, Drachenblut. Mir ist etwas anderes am Werk. Und du bist nicht lippensynchron, wenn wir schon mal dabei sind. Was wisst ihr über die schwarzen Bücher? Irgendwas musst du doch wissen. In unseren Traditionen werden sie nicht erwähnt. Na toll, in eurer Tradition also absolut wertlos. Sie sind miteinander verbunden. Wenn ihr ein schwarzes Buch gelesen habt, habt ihr ihn gesehen. So sieht's aus, mein Freund. Und die Macht des Buches stammt aus der gleichen dunklen Quelle wie die, die den Windstein korrumpiert hat. Ach, korrumpieren ist so ein schönes Wort. Seid auf der Hut. Ihr geht jetzt den gleichen Weg wie Mirak. Wieso glaubt ihr, dass dieser Nelot mit mir bei der Suche nach den schwarzen Büchern helfen kann? Das hat er schon gesagt, weil Nelot euch nach schwarzen Büchern gefragt hat. Aber ich frag's trotzdem mal. Er sucht ebenfalls nach ihnen. Ja, hast du ja schon erwähnt. Er hat sogar schon eins gefunden. Er hat es mir gezeigt, oh, er hat als eins. Er hierher kam. Moment, das habe ich doch auch bei ihm im Turm gelesen. Das ihr in Miraks Tempel gefunden habt. Wenn ich mich nicht täusche. Eine Schöpfung dunkler Magie. Nicht des Allschöpfers. Ihr mit eurem Aalschöpfer immer.
Was ist geschehen, als ich den Windstein angeschrien habe? Die Macht des Steins wurde korrumpiert. Das war die Quelle des Einflusses, der die Skal überwältigt hat. Euer Schrei brach das Böse, das den Stein kontrollierte. So wurde seine wahre Bestimmung als Überbringer der Gaben des Allschöpfers wiederhergestellt. Aha. Die Befreiung der anderen Steine mindert den dunklen Einfluss, der sich auf Solstheim ausbreitet. Andere Steine? Ja. Es gibt 6 heilige Steine. Wind, Wasser, Erde, Tier, Sonne und Baum. Sie bewahren die Einheit des Landes. Glaubst du? Freya sah, dass der Baumstein jetzt in Miraaks neuem Tempel eingesperrt ist. Ich bezweifle, dass ihr ihn befreien könnt, bevor seine Macht nicht gebrochen worden ist. Na, dann werde ich wohl losgehen und seine Macht brechen müssen, was? Die anderen Steine läutern. Auch wenn das Miraak nicht aufhalten wird, wird es seine Rückkehr sicher verzögern. Ganz sicher sogar. Wer oder was ist eigentlich dieser Aalschöpfer und was hat er mit all den Aalen vor? Ihr seid ein Fremdling. Ich weiß nicht, ob ich es euch erklären kann, aber ich versuche es. Oh ja, bitte. Der Aalschöpfer ist der Schöpfer aller Dinge. Auch der Aale? Er sorgt dafür, dass das Leben wie ein großer Strom fließt. Wie alle Flüsse ins Meer zurückkehren, kehrt auch alles Leben irgendwann zum Allschöpfer zurück. Aha. Unsere Sitten mögen euch fremdartig vorkommen. Sehr sogar. Doch die 9 Götter des Kaiserreiches sind für uns ebenso fremdartig. Aha, aha. Sind jetzt übrigens nur noch 8 Götter, nur damit alles klar ist, ne? Und welche Rolle spielt ihr bei den Skal? Als Schamane von Skaldorf bin ich Berater und Heiler. Und bewahre die Tradition. Das klingt unheimlich langweilig. Bitte erzähl mehr. Im Einklang mit der Natur zu leben und den Willen des Allschöpfers zu ehren. Nur so sind sie im Tod würdig, an seine Seite zu treten. Wenn die sterben, treten sie den Aalschöpfer in die Seite? Das ist aber nicht nett. Danke. Möge die Dunkelheit euch klar. Ich bin Freya? Schon seit vielen Jahren an Storns Seite und lerne seine Weisheiten. Ich glaube, das habe ich dir schon gefragt, ne? Ja, dann setz dich doch wieder hin. Alles gut. Weißt du, ich habe gerade ihr Dorf gerettet, darf aber nichts von ihm mitnehmen. Na toll. Das ist ja super. Oh, Arcana Verzauberer. Wollen wir noch was? Können wir noch was entzaubern? Nein. Aber ich habe mittlerweile fast alles gelernt. Lass mich raten, die Leutchen gehen jetzt alle ins Bett. Ich würde gerne noch mit den ganzen Dorfbewohnern schnacken. Deshalb warte ich mal, bis es morgen bzw. Tag wird, dass die hier noch so ein bisschen rumkrebsen und ich mich mit denen unterhalten kann. Das ist doch eine nette Idee, oder? So, 20 nach 8, da sind normale Menschen auf. Ah ja. Morgen. Möge der Allschöpfer uns vor den finsteren Mächten beschützen, die die Skal ergriffen haben. Unbedingt. Haben die Drachen das Leben der Skal erschwert? Die Drachen sind zwar eine ständige Gefahr, aber bis jetzt interessieren sie sich nicht sonderlich für unser Dorf. Dem Allschöpfer sei Dank. Wie die Aale immer schöpft, dieser Allschöpfer. Nicht super. Nein, überhaupt nicht. Sie sind nur eine weitere Hürde, die wir bewältigen müssen. Ihr habt's nicht so leicht hier, ne? Was habt ihr in Himmelsrand getan, bevor ihr hierher zurückgekehrt seid? Nun, meine Mutter sagte immer, ich war ein äußerst zorniges Kind. Es stimmt, dass mein Herz immer rastlos war. Nur im Kampf konnte ich Frieden finden. Ich war eine Zeit lang Soldat, dann Söldner. Doch ich war nie wirklich glücklich, bis ich hierher kam. Ja, das klingt doch gar nicht mal schlecht. So, wer ist noch? Es sind schon viele Edla. Winter vergangen, seit mein Ehemann zum Allschöpfer zurückgekehrt ist. Doch der Verlust schmerzt mich noch immer. Oh, das tut mir leid. Ich habe Waren im Angebot, falls ihr etwas braucht. Mit wem treibt ihr Handel? Sind nicht viele Leute, ne? Es kommen viele Jäger durch unser Dorf. Ach so, doch. Und manchmal statten die Dunkelelfen von Rabenfels uns einen Besuch ab. Sie bringen uns Dinge aus ihrer Heimat, die es hier auf der Insel nicht gibt. Etwa Gewürze, feine Stoffe und Erze, die wir hier nicht abbauen können. Cool. Es stimmt, dass wir Skala ein einfacheres Leben als manche andere führen. Doch ab und zu gönnen auch wir uns ein wenig Luxus. Und was habt ihr so zu verkaufen?
Das mache ich auf jeden Fall. 66 Gold, na super, da lohnt sich der Handel, ja. Bis zum nächsten Mal. Da ist noch der nette Schmied. Was hat der sozusagen? Baldur Eisenformer. Die Waffen der Skal werden nie stumpf, solange Baldur Eisenformer die Schmiede hütet. Und Baldur Eisenformer spricht gerne von sich selbst in der dritten Person, was? Werf deinen Blick darauf. Was sagt denn dein Handelsangebot? Du hast wenigstens ein bisschen Geld in der Tasche. Hätte ich irgendwie ein paar Pfeile, ein paar seltene? Nee, hast du nicht wirklich. Aber du hast Stahlrimmwaffen. Schmiedest du Stahlrimm? Kann ich das von dir lernen? Zeig mir, wie man Stahlrimm schmiedet. Zeig's mir. Will ich lernen. Zeig dir bestimmt nicht der Arsch. Achso, Zaubertränke wollen wir... Nee, Schriftrollen. Essen. Ja, Essen. Braucht keine Sau. Sonstiges. Da hatten wir doch auch noch so ein bisschen... Hatten wir nicht noch ein bisschen Schrott hier? Ah ja, Holztale, Holzteller, Holzschale meine ich. Krüge, Lederstreifen, so Sachen, die kein Mensch braucht halt. Noch so eine Schale. Hier, Schriftrollen kannst du auch sehr gerne haben. Ja. So. Mhm. Und jetzt lass mich mal schmelzen hier. Das war deine Schmelzhütte, aber jetzt bin ich erstmal dran mit Schmelzen. Morven, wir hatten schon das Vergnügen, wenn ich mich nicht täusche. Seit einigen Tagen die Geschichte von Solstheim zu erforschen. Doch die Skal faszinieren mich am meisten. Aha, du bist ein Forscher. Wie lange studiert ihr die Skal schon? Nun, lasst mich nachdenken. 3 Tage? Ich schätze schon fast ein Jahr. Och, das ist gar nicht mal so kurz. Meine Güte, wie die Zeit verfliegt. Oh ja, wie die verfliegt, du. Und den Skal macht es nichts aus, studiert zu werden? Bisher zumindest noch nicht. Sie halten mich für komisch, aber sie scheinen mich zu tolerieren. Sie waren sogar sehr entgegenkommend, geradezu gastfreundlich. Offensichtlich sprechen sie gerne über ihre Traditionen und Geschichte. Na, das ist doch schön, wenn ihr so offen sind. Ihr gehört nicht zu den Skal? Oh nein, nicht im geringsten. Ich bin Historiker. Ich bin hier, um mehr über die Geschichte von Solstheim zu erfahren. Ja, cool. Solstheim ist ein faszinierender Ort, doch wir wissen so wenig über seine Vergangenheit. Noch immer gibt es viele Rätsel zu lösen. Was haltet ihr von diesem Steinbau, an dem alle gebaut haben? Ja, das war ein verstörendes Erlebnis. Das denke ich mir. Aber um eure Frage zu beantworten, die Architektur war merkwürdig, fast schon übernatürlich. Dies und die große Macht, die erforderlich war, um unseren Geist so einzunehmen, lässt auf die Machenschaften eines mächtigen Magiers schließen. Ein mächtiger Magier. Ein Dädra. Wenn das so ist, dann mögen die Neuen uns beistehen. Ich tippe auf einen Dädra. Ein Dädra? Mächtige und bösartige Wesen, die das Reich des Vergessens ihre Heimat nennen. Reich des Vergessens? Vollrausch? Wenn sie das tun, leidet die Menschheit Qualen. Die armen Qualen, die sollen nicht leiden. Bis zum nächsten Mal. Edla, wir hatten schon. Die Asche des Dior Holzhauer. Der Allschöpfer will, dass wir nur von toten Bäumen Feuerholz schlagen. Wie die Tiere des Du willst nicht mit mir reden. Nahrung und Fellen versorgen, und so du bist Finna. Seid willkommen, Freund der Skal. Die will auch nicht mit mir reden. Dann ist hier noch das Kind. Äther. Die Ältesten reden von großen Städten. Noch viel größer als unser Dorf. Aber wer braucht schon so viele Gebäude? Leute, um da drin zu wohnen. Hier in die Häuser darf ich nicht einfach so. Nikolas. Ich habe schon Fremdlinge in unserem Dorf gesehen. Aber keiner davon war so wie ihr. Ich bin halt ziemlich geil, das stimmt schon. Große Halle. Was haben wir denn da drin? Ich will, eigentlich möchte ich gerne dieses Stahlrimmschmieden lernen, aber der Schmied wollte mir da nichts beibringen. Heda, wer bist du denn? Fanari, laute Stimme. Ich bin die Anführerin der Skal. Ach so. Doch es ist der Allschöpfer, der uns in Wahrheit schützt und versorgt. Ich dachte, der Schamane wäre der Anführer irgendwie. Ja, wie kann ich den Skal helfen? Nachts stehlen Banditen manchmal unser Essen. Oh, das ist aber Sie nicht glauben, nett. Sie glauben, dass das einfacher ist, als selbst auf die Jagd zu gehen. Ist es wahrscheinlich auch. Es wird gefährlich sein. Aber wenn ihr diese Diebe erledigen könntet, wären wir euch äußerst dankbar. Okay.
ist so gut wie erledigt. Dann möge euch der Allschöpfer die Stärke eines mächtigen Bären verleihen und euren Willen fest wie Stein werden lassen. Fest wie ein Schwein, ich sag es dir. Wie seid ihr eigentlich die Anführerin des Dorfes geworden? Ich meine nicht, dass ich an ihr zweifle, aber sie wirkt relativ jung. Ne, ob das so eine gute Anführerin ist, das weiß man nicht. Ich frage einfach mal. Als unser letzter Anführer, Skaf, der Riese, die kalte Welt auf dem Weg zum Allschöpfer verließ, haben die Dorfbewohner mich gewählt. Ich schätze, ich habe immer gesagt, was ich dachte. Zudem habe ich immer versucht, das Beste für die Skaal zu tun. Daher nennen die anderen mich Fanari starke Stimme. Das finde ich nett, das ist ja ein starkes Stück. Erzählt mir noch mehr über euer Volk, die Skaal. Wir sind Nord. Ganz ähnlich wie die, die ihr im Himmelsrand findet. Vor langer Zeit trennte sich unser Weg von dem unserer Cousins auf dem Festland. Wir leben in Einheit mit dem Land, denn das Land bietet uns alles, was wir brauchen. Und wie die alten Nord verehren auch wir den Allschöpfer. Die neuen Götter des Kaiserreichs bedeuten uns nichts. Es sind mittlerweile 8 Götter des Kaiserreichs. Nur um das, dass hier kein Missverständnis entsteht, sind 8. Da geht's raus in die weite Welt. Hier sind ein paar Bücher und ich darf ja auch nichts mitnehmen. Was habt ihr denn da oben? Ich bin die Anführerin des Karl. Doch es ist der Allschöpfer, der uns in Wahrheit schützt und versorgt. Aha. Na, dann schaue ich mal, was ich wegen dieser Banditen unternehmen kann. Und welche Steine ich noch läutern kann. Und... Ach so, ja, um die Kargumentsprüfung, genau, richtig, völlig korrekt. Und töte die Anführer von Eulenheim. Oder so ähnlich. Das gucken wir uns mal auf der Karte an. Tierstein, den soll ich läutern, genau. Wo sind diese jetzt Banditen jetzt, die ich... Ah, da sind die Brodierhain. Genau, war ich da schon? Nein. Weißt du was? Dann jogge ich erstmal gemütlich zum Tierstein und befreie den. Der ist da hinten irgendwo. Warte, die Richtung stimmte doch, oder? Da irgendwo, genau. Eventuell muss ich hier mal außen rum und dann da lang. Dass wir die Steine mal ein bisschen befreien. Hey, wer bist du denn? Kenn ich dich? Hilund. Bujold fühlt sich so schuldig für das, was geschehen ist. Versucht sie nicht zu provozieren. Wer ist denn Bujold? Gehört ihr zu den Kriegern von Tirsk? Was sind die Krieger von Tirsk? Woher kenne ich diesen Begriff? Das kommt drauf an, wen ihr fragt. Dich. Ich kämpfe, ich beschütze die Halle, ich bringe den Met. Und ich glaube, ich könnte es mit den meisten Baumkuschlern oben in Skaldorf aufnehmen. Den Baumkuschler? Aber weil ich lieber einen Krug Met am Abend trinke, statt bis zum Umfallen zu trainieren, schimpft Kuva mich einen Faulpelz. Tja. Er sollte sich einfach mal entspannen. Ja, wahrscheinlich sollte er das. Die Leute hier scheinen ziemlich angespannt zu sein. Und dabei ist dir noch nicht einmal die Hälfte. Nee, weiß ich echt nicht. Ich schätze, Bujold schämt sich. Wer ist Bujold? Dass ihr Mann einer der lautesten Nörgler ist, hilft ja auch nicht gerade weiter. Tja. Sie schämt sich immer sehr schnell. Ja, schämen ist doch eigentlich okay. Wer ist ihr Ehemann? Kuva. Er meint, dass wir alle verweichlicht sind. Wenn ich mir Elmus anschaue, weiß ich, was er meint. Doch der Rest von uns hat immer noch Schneid. Es schneit ja auch gerade. Zumindest glaube ich das. Und verratet Elmus nicht, dass ich das gesagt habe. Das ist das Erste, was ich Elmus erzählen werde. Bis Wer bist dann. Du überhaupt? Oh, da hinten ist ein Feind. Guck mal. Trollo McEistroll. Das war mein Kill. Geh weg. Wenn ihr wegen der Rieglinge hier seid, dann... Haltet euch gegenüber meiner Schwester bedeckt. Was? Wovon redest du? Was für Rieglinge? Wo gehst du da hin? Da scheint eine Lokation zu sein. Da laufe ich jetzt auch mal hin. Folgt einfach mal deinen Schritten. Da muss der Tierstein eben noch eine Minute warten. Guck mal, da liegt ein Boot. Da ist ein Dörfchen sozusagen. Ich versuche mal auf dem Weg dorthin zu gelangen, anstatt irgendwo die Klippen runterzustürzen wie ein Narr. Dann ist hier also auch noch ein Dörfchen, ein zweites Dörfchen sozusagen. Ach, und ein paar Blumen am Wegesrand pflücken kann man natürlich auch noch. Sind ja mehr von der romantischen Sorte. Und ein paar Suppulus
Blätter. Auch wenn hier unten wächst Gras. Das kann man natürlich auch nicht entgehen lassen. Wenn man das mal sieht, muss man da auch irgendwie mal hinrennen und sich das holen. Und hier so eine Perlenauster. Ach so, ja, ich wollte mit den Leuten hier im Ort reden. Stimmt ja.